Wahrscheinlich hat man dir schon mal gesagt, dass Rache keine Lösung ist. Es scheint uns als Gesellschaft sehr wichtig zu sein, dass diese Botschaft bei jedem ankommt. Wütend und zornig zu sein, das ist schlecht. You have a real problem with anger. I'm just passionate, like all us Greeks. No, you're angry. Look, you're punching the cat right now. Oh, I am. Oh my God, you're right. Doch für wen ist die Rache denn tatsächlich schlecht? Für den, der sie ausübt, oder für den, an dem Rache geübt wird? Wer profitiert davon, dass die Rache moralisch verurteilt wird? Der Philosoph Friedrich Nietzsche schrieb in seinem Buch Menschliches, also Menschliches: Einen Rachegedanken haben und ausführen heißt, einen heftigen Fieberanfall bekommen, der aber vorübergeht. Einen Rachegedanken aber haben, ohne Kraft und Mut ihn auszuführen, heißt ein chronisches Leiden, eine Vergiftung an Leib und Seele mit sich herumtragen. Milkman! Piano Lady! Must suppress rage. Im Gegensatz zur ausgeübten Rache erzeugt die nicht ausgeübte Rache also ein chronisches Leid bei dem, der eigentlich Rache üben will. Alles, was auf die menschliche Psyche einwirkt, muss auch irgendwie kompensiert werden, zum Beispiel eben auch eine Demütigung. Sofern es jemandem gelingt, mich zu demütigen, was bedeutet, dass er mich in meinem Selbstbild kränkt, muss ich das irgendwie kompensieren, und eine Methode kann sein, mich zu rächen, weil ich mir dann selbst beweise, dass ich mich gegen Widrigkeiten durchsetzen kann, dass ich überlebensfähig bin, und das wiederum sorgt dafür, dass ich mein Selbstbild optimiere, was dazu führt, dass ich mich wohler in mir selbst und in der Welt fühle, weil ich mich einfach sicherer fühlen kann. I'm a man! Ah! Ah! Thank God his pants stayed on. Ah! In Jenseits von Gut und Böse schrieb Friedrich Nietzsche: Fast alles, was wir höhere Kultur nennen, beruht auf der Vergeistigung und Vertiefung der Grausamkeit. Dies ist mein Satz: Jenes wilde Tier ist gar nicht getötet worden, es lebt, es blüht, es hat sich nur vergöttlicht. Zitat Ende. Der Mensch als Individuum ist immer noch ein wildes, grausames Tier, nur mit dem Unterschied, dass er die Moral erfunden hat und seither seine Grausamkeit gegen sich selbst richtet. Anstatt den anderen, seinen Mitmenschen, zu attackieren, geißelt er sich selbst und richtet so die Gewalt gegen sich selbst. Der moderne Mensch ist derart vermoralisiert, dass er es glaubt, wenn ihm jemand sagt, dass Rache keine Lösung sei, obwohl sein Instinkt ihm eigentlich ganz deutlich vermittelt, dass eine Vergeltung für ihn etwas Gutes wäre. Der Mensch wiederum, der sich nicht von der Moral blenden lässt, lebt dann in einer Gesellschaft, die er nach Belieben misshandeln und versklaven kann, weil er kein negatives Feedback bekommt. Die Menschen richten ihre Gewalt nur gegen sich selbst. Und nicht nur das, sie denken sogar, dass sie dadurch zu guten Menschen werden.